Hallo zusammen, da sind wir wieder. Und heute erzählen wir euch ein bisschen über Dimensions. 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 Die Geister scheiden sich, wie man das nun ausspricht. Tomato, Tomato. Woran sich die Geister nicht scheiden, ist, dass das unsere zweite große Musikshow ist. Der geheime Nachfolger von Chaos and Order. Dimensions war sicherlich die aufwendigste Show, die wir bis jetzt zusammen produziert haben. Und all der Aufwand hat sich gelohnt, denn für diese Show haben wir tatsächlich unseren ersten großen Preis gewonnen, den Janus Award. Und diese Show läuft natürlich nach wie vor regelmäßig im Programm des Planetariums Bochum. Doch damit sie laufen konnte, musste sie natürlich erstmal gemacht werden. Und wie das aussah, da schauen wir in den nächsten Minuten mal rein. So. Da geht's los. Erster Schuss am Frankfurter Flughafen. Rocco richtet die Kamera ein. Ah, hier, guck. Das gibt was her fürs Bild. Wir müssen nämlich hier ganz nah am Stativ stehen. Einmal, dass die Leute uns nicht umrennen. Und natürlich auch, damit wir aus dem Bild sind. Wieder auf. Wir sind hier nämlich im Institut für Schwerionenforschung. Wie man hier sieht, wird hier schwer an Ionen geforscht mit der Beschleunigerstrecke. Dimensions ist eine Musikshow, die die Frage, was ist Realität, stellt. Und genau das wird auch hier am GSI erforscht. Vermutlich ist das Bild für das Kugelbild das viel besser gewesen. Das jetzt gerade? Was da drin wird vermutlich fast unmöglich zu stitchen sein. Was aber nicht heißt, dass man es nicht versucht. Die Kamera wird millimetergenau in die Forschungsapparatur eingesetzt. Das hätte ich nie gedacht, dass die da reinpasst. Sehr aufregend. Einige Aufnahmen, wie hier im Rheinraum, konnten nur unter hohen Sicherheitsverkehrungen und mit Laserschutzbrille gemacht werden. Vielleicht tatsächlich hier einen Schuss machen, wo einer mal da rangeht, einmal da hinguckt und wieder weggeht. Magst du einmal Statist sein? Hier. Auf die Seite gehen und einmal auf das Target gucken, wie man das checken, ob das alles okay ist. Und dann einfach hier oben wieder weggehen. Nach vielen, vielen Stunden des Komponierens, Arrangierens, Aufnehmens und Produzierens der Musik wurde der fertige Soundtrack dann live im Planetarium gemischt und exakt auf das neue Spatial Soundwave System abgestimmt. Die ganze Arbeit wurde dann schließlich mit dem Janus Award belohnt, was uns, wie man sieht, sehr freut.